So, Freunde, nur ein kurzer Hinweis, bevor das Video startet. Stili hat aus seiner Perspektive auch die Challenge aufgenommen. Also der erste Link in der Beschreibung geht zu seinem Kanal. Dort könnt ihr dann die Challenge aus seiner Perspektive sehen. Das haben sich viele gewünscht, dass man das aus seiner Perspektive sehen kann. Wir haben es jetzt so gemacht. In dem Sinne würde ich sagen, Video ab dafür. Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder in aller Frische ein neues Video zusammen mit Stili Willi. Moisti, Maya, die Dizzle. Man sieht deinen Skin in Fortnite. Ich brauch's keinen Tanz machen. Das ist komplett. Heute eine Wette, die wir offstream aufnehmen. Das heißt, ich habe das jetzt hier nicht im Stream erspielt, sondern wir haben es jetzt Samstagabend, den 22.02. um 23.26 Uhr. Und wir werden eine Wer findet mehr C4 Challenge machen. Best of three, das heißt, wer in drei Runden mehr C4 findet, hat gewonnen. Wir haben die Wette schon mal im Stream aufgenommen. Da habe ich aber so gefettfingert und so viel Scheiße gemacht, dass die Wette zwar gezählt hat, ich habe verloren, aber ich will jetzt eine Revanche offstream. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen rein. Wer findet mehr C4? Jalla. So, Stili, wo willst du landen? Bruder, oh, das ist so richtig Hälfte. Ich würde sagen, ich lande hier meinen Main-Spot, Kapi. Wo? Ganz unten. Ach, da, ja, oha. Ja, ich werde hier in die Richtung gehen. Welche? Oh, okay. Also, die Regeln sind wie immer ganz klar. Wir dürfen bauen, wir dürfen uns fortbewegen sowieso. Wir dürfen keine Gegner töten, es sei denn direkt am Anfangspot landet einer mit. Ja, ich bin am überlegen, Stili, ob ich hier in die Hood gehen soll. Ja. In der Hoffnung, dass da niemand mitkommt und da sicher theoretisch gesehen meine 13 Viers bekommen. Aber es ist nicht sicher, dass in diesem Agent. Nein, 100% nicht, nein. Ich bin eben offstream, also als du gegessen hast, Stili, bin ich da einmal gelandet und da habe ich einen 3er C4 rausgeholt. Aber die Gefahr, dass da Leute mitlanden, ist natürlich sehr groß. Gut, wenn die mich abknallen, dann startet die Runde neu, aber das können wir auch nicht 10 Mal hintereinander machen. Aber es sieht wirklich gut aus, Stili. Hier landet. Ja, ich sehe auch gerade. Niemand mit und auch in der großen Stadt. Wow. Landet, glaube ich, keiner mit. Nee, Digga. Nein, nicht mal in der großen Stadt. Nee, ich glaube nicht mal in der großen Stadt. Oh, ey, Mann, danke, da gehe ich jetzt. Ich bin mir nicht sicher, Stili. Angaben ohne Gewehr. So, also das ist jetzt ja hier das Neue. Ich habe mich jetzt als Agent verkleidet. Diese Idioten schießen mich nicht auf mich. Sobald ich die aber berühre, verliere ich das Kostüm und sie schießen auf mich. Also ich darf mich nicht berühren lassen. Moin, moin, Kollege. Jetzt rein. Hier ist irgendwo noch einer. Kurz einmal scannen. Bitte, bitte direkt 34. Bitte, bitte direkt 34. Komm. Oha. Ja, moin. Ach komm, das Risiko kommt nicht mit. Und kein C4. Ja! Kein C4. Bruder? Hast du C4 schon? Ich Bruder, ich hab schon gedacht, Alter, das wäre zu viel, das ist gut gewesen. Okay, Bruder. Ich habe kein C4 gefunden. Das ist wirklich sehr schlecht. Weil das ist ja, jetzt sehr viel Risiko, was ich damit. Und normalerweise findest du hier, also ist hier C4. Oh. Jetzt schießt er gleich auf mich. Oh, er schießt die auf mich. Ich muss los, Bruder. Muss los. Vorhin bin ich von so einem Bot gestorben, Digga. Ja, moin, die schießen immer noch auf mich, Digga. Die wollen richtig meinen Gürtel. Ich glaube, Stili. Ja. Ey, sag mal, guck mal. Hallo, hör mal auf zu schießen. Ey, die schießen immer noch auf mich. So, jetzt ist. Hört's halt an. Nice. Ich glaube, Stili, hier ist wirklich. Nein. Sag mir nicht, dass da oben da. Ich glaube, Stili, hier ist nicht einer gelandet. Digga, das ist nämlich die Jackpot-Karte hochziehen. Aber da sind immer mindestens, also ein Stack ist da mindestens eigentlich immer am Start gewesen. Ja. Ja. Oder war das? Es ist aber wie verhext wieder. Also C4 zu finden ist eigentlich leicht, aber wenn du die Challenge machst, ist es ultra schwer. Ja, genau. Dann wird die auch erst, Digga, da kriegst du jeden größten Scheiß. RPG habe ich jetzt zum Beispiel gerade hier. Ja. Oha. Nee. Also es ist verflucht, Stili. Ich sag's dir wirklich. Ja. Aber du hast so viele Kisten auf Monte, vertrau mir da, bei dir ist was bringt mir das, Digga? Was bringt mir das, wenn ich jetzt hier 20 Millionen Kisten ohne Erfolgserlebnis, Bruder? Ohne Erfolgserlebnis, Stili. Hör doch schon gleich deinen Schrei, das ist nämlich das Problem, Digga. Das hab ich nicht. Ja, wahrscheinlich mein Schrei, Bruder. Aber auf dieses Erfolgserlebnis schreien wir jetzt. Ja, auf dieses Stili. Aha, ein Dreier-Stack, der hier einfach mal so rumliegt, Bruder, weil er auf mich gewartet hat. Und hier aus der Kiste wird auch nochmal. Ja, Bruder. Brauchen wir auch gar nicht wieder zu reden, so nicht. Ja. Erfolgserlebnis ist da. Oh, Loot Drop. Oha. Sehr nah eigentlich. Wo ist er denn? Ja, ja, aber das Risiko zum Loot Drop zu gehen, kann man machen. Aber hier ist eigentlich safer. Ja. Oh, bei mir sind Gegner. Oha. Ach, du dumme Sau. Stili, was machst du hier? Geh mal weg. Bruder, hey, Stili. Zieh durch.
Flieger, was macht der da? Stili, was soll das? Bruder, lass mich doch auch mal jetzt hier. Nein, Stili, ey, wenn du den V-Mann machst, das ist meine Hund hier, was soll das? Du musst doch irgendwo anders Stili, auf gar. Oh, jetzt ist mein Dinger. Auf keinen Fall, das wäre der größte V-Mann-Move. Du kannst nicht in meiner Hund zu looten. Mach ihn ab, da geht zum Loot Drop. So ist es. Ja, ich hab mich so erschrocken gerade, dass ein Gegner hier ist, Mann. Nee. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab hier. Also nur mal ganz kurz. Es kann doch nicht sein, dass in dieser Hund hier nur ein C4 ist. Ja, kann doch sein. Dies Jahr. Ja, ich finde morgen, ich finde auch einfach, Digga. Na egal, ich habe noch ein bisschen Zeit habe ich ja noch. So, komm, gönn noch mal. Nee, Stili, also ich muss sagen, so ein bisschen enttäuscht. Oh dran. Ja, Gönnchen, oh Gott! Hast du gefunden? Gönnchen ist ja normal, Bruder, du wirst nicht möglich. Sind Gegner bei dir, ne? Nee, alles gut, ich wollte schon gerade gucken. Digga. Oh mein Gott, Gönnchen, du hast im selben Haus zwei Kisten, wir haben zweimal. Digga, das, aus Kisten, Gönnchen. Das gibt's nicht, ne? Ja, wie kann. Ach, ich. Digga, ich red mich auch gar nicht da so jetzt groß drüber auf. Ja, Karma. Und die Sohn kommt noch, Digga. Ich loote hier diese ganze Scheiße, Bruder. So viele Kisten, Stili. Ich hab noch nicht einmal aus der Kiste scheiß C4 gefunden. Da hab ich aber immer das Gefühl, das Spiel will mich flachsen. Guck mal. Ich find das einfach nicht. Das ist frech. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Also, überleg. Also, Leon, ich möchte bitte einmal, dass du einen Kistencounter einbaust, wie viele Kisten hier gerade aufgemacht habe, damit man mal mitbekommt. Ich hab dich aus einer Kiste C4 da gezogen. Sieh dir aus zwei Kisten. Ach komm. Oh ich mein Gott, die liegt C4 nochmal hoch! Oh mein Gott, gut! Ich war. Ja, mir fehlen einfach die Worte. Mir fehlen da einfach. Oh, also, mir. Nee, Bruder, muss los. Wo finde ich jetzt 6 C4? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Das ist echt Krise gerade. Das ist wirklich Krise. Also, ein Dreier. Nein. Ja, Stili. Ja, ist doch in Ordnung, kein Problem. Nein, ich. Nein! Okay, ja. Das Problem ist, ich darf jetzt nur noch in dieser Hut hier looten. Da vorne sind Gegner. Du belebst dich, Monte. Was? Naja, wahrscheinlich belebe ich dich. Bitte, ist hier ungelootet. Okay, alles gut. Hier ist ungelootet. Ihr könnt doch jetzt einfach mal auf entspannt so ein Dreier-Stack liegen. Das wäre doch nicht zu viel verlangt, oder? Oder einfach aus der Kiste wie Stili. Ja, okay. Gut, perfekt. Du hast beide aus der Kiste, ne? Genau, zwei aus der Kiste und eins normal. Ich hab 9. So, jetzt hier. Wäre doch einfach mal so, ja, das wäre doch mal in Ordnung. Hier, hallo? Jawohl. Hallo? Ja, alles klar, perfekt. Da fällt mir auch nichts zu ein. Wie viele. Ich kriege einen richtigen Hass in mir gerade. Ja, da unten sind noch welche. Vertraue, Monte, wenn da jetzt so eine C4 von dir runterfällt, wäre doch eigentlich auch interessant. Alles klar. Nee. Digga, du gehst hier rum, als wäre hier nichts los. Wäre gut, wenn hier einer sterben könnte. Da vorne pushen noch welche, da. Ja, also. Okay, oh. Ach, Digga. Ja, super. Risiko wird nicht belohnt. Ja, das ist. Ach, jetzt die letzten Gegner. Ja, aber theoretisch gesehen, Stili darf nicht mehr weiter. So. Ja, es war halt kein Ortspot, ne? Das heißt, theoretisch könntest du schon eigentlich. Ja, ich bin ja jetzt noch so mäßig in meinem Ort, so ist ja nicht, aber... Ja, meine ich ja. Deshalb, das ist ja noch in der Zone an sich. Da hast du gerade... Nein! Was? Nein! Was denn? Ich sag's nicht, Digga. Der Loot Drop? Oder was meinst du? Ja. Vielleicht kommt da sogar ein 6er-Stack. Manchmal machen die auch immer das Doppelte. Da hast du auch echt so ein Lack, dass das in so einer kleinen Zone noch kommt, ne? Ich muss riskieren, zu dem Loot Drop zu gehen. Andere Möglichkeit habe ich nicht mehr. Oha. Komm, Bruder, bitte. Nein. Gönn. Ein Sechser, ein Dreier. Ja. Wichtig! Das heißt, Stil hat nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 3 Führung. Das ist wichtig, Digga. Das ist wichtig. Das ist dieser Game Changer, Stil, eventuell noch. Dieser wichtige. Brudi, alles entspannt. Mach keinen Oder wenn du jetzt auch ein Dreier-Stack von einem Gegner findest, dann weine ich komplett. Oder ich bin einfach Top 5. Oh. Ah, gar kein Problem hier. Aua. Egal. Okay, ich hole mein schlaues Notizbuch raus. Es steht 6-9. Ich würde sagen, ich lande irgendwo hier in dieser Richtung. Okay, ich werde in die Richtung gehen, Digga. Ich werde zu der Insel nochmal fliegen.
Ja, mal schauen, ob du da mehr Glück hast. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wo der gute Landing-Spot ist, Diggi. Ja, es ist halt gerade echt schwierig, weil es immer so zentral geht. Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt zu diesem Geheimspot, wo man da wieder dieses Ding finden kann. Digga, ich sag's jetzt, Diggi, in der Stadt ist wieder keiner gelandet, glaube ich. So, in der ersten Kiste jetzt einfach so fürs Erfolgserlebnis. Für mich auch, Bruder, ich geh jetzt... Ah, ey, guck mal, Digga, erste Kiste, Stili. Ja, moin, Digga. Goldene Tag, Alter. Bruder, aber ich auch, Digga, ich hab ne Dings da, ne AK. Bitte, bitte, jetzt einfach mal so, damit ich mal ein kleines Erfolgserlebnis hab. Lieg hier doch einfach rum, C4. Mann, warum machst du so immer mit mir? Oder aus der Kiste jetzt? Ja, wahrscheinlich. Weil ich nicht belief, glaube ich, Digga. Warum belief? Ja, moin, Digga. Vorstiegel muss ich finden, aber ich will's nicht hören, aber ich weiß, ich werd's leider. Die ist, Continuous Martinius. Digga, und dann bin ich wieder 30 erstmal. Bruder, da muss ich aber los. Gönn doch mal einen Monty. Kiste. Oh ja, gut, Digga. Ernsthaft jetzt? Ja? Aus der Kiste wieder. Aus der Kiste. Ey, guck mal, also, mir fällt da auch nichts mehr zu ein. Also, das, ja, da fehlen mir einfach die Worte. Ich zieh halt wirklich nichts aus den Kisten, Chili. Oh mein Gott, Bruder. Ich zieh halt nichts aus der Kiste, Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist ein Witz. Es ist unerträglich hier, die Runden schon wieder. Unerträglich. Das ist echt toll. Ich hab noch nicht ein C4 aus der Kiste. Ah, oh, C4 aus der Kiste. Ich lieb mein Leben. Bester Mann, Bruder. Hab immer an mich selber geglaubt, Chili. Egal, ich muss jetzt in die Zone Arena. Holy Hotchets. Hatchets meine ich aber. Bitte mach hier keine Auge auf mich jetzt. Jalla, jalla, jalla. Komm. Gib Stoff. Oh, der Loot-Drop wurde genommen. Aber da Coin um, Digga. Das ist ganz schlecht. Das ist wirklich. Oh, warte mal. Oh, nein. Hier vorne. Wurde der Loot-Drop genommen, Bruder. Oh, war die Kiste einsam? Und, ach nein. Scheiße. Das. Da vorne wurde die Kiste genommen. Der Loot-Drop, Bruder. Mann, Alter. Komm, gönn. Och, Mann, ey. Oh mein Gott, ich reg mich. Wieder lila aus der Kiste, Digga. Und nicht das richtige lila. Ganz schwierig, ganz schwierig. Ja. Ist hier gelootet? Hier ist nicht gelootet. Das könnte Game-Changer noch sein. Bitte, bitte hier nur einfach ein Dreier-Stack und gut ist. Die Hood, die liebt mich doch, ich lieb sie auch. Ich kenn mich hier aus. Guter Hood. Komm, gönn. Ein Dreier-Stack, Bruder. Hier ist noch Kiste, hier gibt's vier Kisten. Oha, Schüsse bei mir. Ja. Kritisch. Juckt mich nicht. Wie gesagt, alles negativ ist schon längst notiert. Och man, ey, das gibt's doch nicht. Also ich muss wirklich sagen, ich habe kein Glück bei der Challenge. Also wirklich, mein Glück ist da Gegner bei mir. Wichtig, dann hol ihr euch jetzt alleine. Ja, scheiß drauf. Die eine Kiste mal hier noch auf, ihr Schweine. Okay, kann ich nichts machen. Ja, du bist ganz toll, Digga. Excited Gaming, Digga. Excellently Gaming, ja, perfekt. Ja, gut, konnte nichts machen. Ich hatte nichts zum Fortbewegen, außer Materialien zum Bauen. Also, halten wir fest. Stili hat 3 gefunden, ich habe auch 3 gefunden. Damit haben wir momentan ein Ergebnis von 12 zu 9. So, wo willst du landen, Stili? Oder nein, ich habe dich jetzt 3-mal gefragt. Jetzt bin ich dran, Digga. Ja, okay. Oh nein, das Ding ist wie du gehst und mein. Und ich land da. Ja, nein, ich wollte jetzt gerade sagen. Du durftest dir 2-mal aussuchen, wo ich lande, Digga. Bruder, aber wo du landest. Dr. Fischkopf hat mich immer verarzt, Bruder. Ich kenne mich auch überhaupt gar nicht aus, Chili. Das ist das Problem. Ja, das ist auch der. Umso schlimmer eigentlich. Ja, okay. Nein, das gönn ich dir. Aber begrüß auf jeden Fall Dr. Fischkopf von mir. Ich geh Richtung Dirty Dogs, heißt noch. Okay, alles klar. Oha, du hast auch die Zone. Du hast ja wirklich alle Zeit der Welt. Sehr aber schön. Ich habe auch nicht ehrlich. Also die letzte Runde, die alles entscheidende Runde. Ja, das Ding ist, ich bin hier lost, was die Kistenspots angeht. Komm, C4. Erste Kiste C4, Stili. Bruder, bei mir landen welche, aber nach Keulum, Digga. Nein! Wichtig. Was mache ich? Ja, ich kann versuchen, die zu holen, ne? Ja, natürlich. Hast du natürlich probiert. Erste Kiste C4, Digga. Erste Kiste, Bruder. Du hast sogar noch die Keulen, Alter. Haben die dich gesehen? Nee, aber die haben geschossen schon. Ich wollte gerade sagen, das könnte ja Stream-Sniper sein, aber ich stream ja gar nicht. Ich werde jetzt einfach hier erstmal looten, Digga. Wenn die mich holen, dann runden Neustart. Aber ich versuche ja einfach auf Intelligenz, Stili, noch schnell einen zu finden. Ja, und dann, ja, ich merke schon. Und dann aber einfach gehen, Digga. Bruder, hör auf, das wäre schon eigentlich so eine 31er. Komm, gönn.
Jetzt steht gerade Gleichstand. Oha. Diese Kisten da. Aber eine Kiste kommt. Gönn. Oh. Ich kenne mich auf die Null aus gerade, ne? Bin angespannt, Stili. Bruder, ja. Bin ich gerade Gleichstand. Ja, ich weiß. Jetzt nehme ich auch nicht mehr aus. Und das ist das Problem. Oh, nee, ich hatte schon eine epische Chest. Ja, yes! Nice! Wichtig, Continuous! Ja. Das ist sehr ärgerlich, Stili. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber du weißt, ich muss dich nochmal kurz dran erinnern. Wir sind Gegner, Digga. Dann wär's theoretisch ja. Hätte. Oh. Nein! Genius, Continuous. Oh, weh, du machst den Sleeping dann. Digga, 6 Stück. 6 Ali! Also, Continuous, wenn du. Wie gesagt, ich mach keinen Mist. Ja, ich vertrau dir auch. Vertrau dir. Ich werde jetzt zu den Gegnern aggressiv reingehen. Also, das heißt, nur mal ganz kurz, du hast wieder 3 Führungen, ne? Ich habe jetzt 6 Führungen. Nee, 6 Führungen habe ich jetzt. Das heißt. Ja. Das ist nicht normal. Das und ich hab ist hier wieder nicht normal. Oh, hier war irgendwas Ledernes, glaube ich. Jawohl! Wichtig! Was? Wichtig! Er hat mir das durch die Decke angezeigt beim Abholzen, Digga, schon. Lol. Wichtig! Jetzt, Stili hat wieder 3 Führungen. Ja, bei mir waren aber, glaube ich, auch sogar welche hier. Ja, bei mir auch. Ich weiß auch nicht, Digga. Ob die aber nicht diesen gesehen. Respekt haben? Nein, Montinus. Ich bin hier. Guck mal, wo ich gerade bin. Ich bin in der Grotto. Ich geh zu Dings. Ich probier's. Warum denn eigentlich auch nicht? Das muss belohnt werden. Keiner kann mir je sagen. Digga, die Zone kommt auch gerade. Ich habe 3 Medikits. Ah nein. Oh ja, wichtig! Nein, wichtig! Nein. Oh mein Gott, Digga! Deine Krake gibt Liebe, der Mr. Fischkopf hier gibt Liebe, Digga. Gleichstand! Ja. Und Stili, aber ich habe trotzdem schlechtes Bauch. Stili geht da in die Hut, Digga. Und da ist immer. Oh, eine epische! Er muss hier eine epische Kiste. Ja, bitte, 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 C4. Gönn. Och Mann, ey! Och Mann! Kein C4, Stili, außer epischen! Oh Gott. Digga, das Ding ist, du weißt doch schon, wenn man jetzt hier Schaden bekommt, wird man doch Dings da. Wird man doch hier. Geht angeschossen. Wieder weg. Ach so. Nein. Dann, ja, du kannst da nichts machen. Du kannst da gar nicht rein. Ja, kann ich nicht. Nee. Also, ich bin schon drin, aber hier ist alles ungelootet, Digga. Ich hätte eigentlich. Bruder, das ist so unfair. Digga, das ist wirklich ein Gegner bei mir noch, Stili. Hier ist wirklich noch ein Noob am rumlooten. Lol, bei dir, bei Dr. Fischkopf. Ja. Nein, er will seinen Attest abholen, Monta. Aber der hat hier nirgendwo gelootet. In dem großen Gebäude ist hier nicht gelootet. Was macht der hier die ganze Zeit? Digga, der ist ja völlig lost. Die ist maximale lost. Ey, es ist gerade Gleichstand. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Gleichstand. Wer hätte gedacht, wer gerade zuschaut, dass es nochmal jetzt Gleichstand ist? Digga, vor allem, weil ich war 2x, 6x in Führung, Monta. Komm bitte hier in dieser Kiste. Also das Phänomen aus der Runde ist der Gegner, der hier rumläuft. Der hat hier nichts gelootet. Der ist da immer noch. Der hat hier nichts gelootet. Nein. Aber er ist alleine wahrscheinlich dann, oder? Ja, aber das ist ein absoluter Kacknoob anscheinend, Digga. Wir können von mir aus einen Deal machen, dass keiner von uns mehr an Loot-Drops rangehen darf, wenn dir das Sorgen macht. Würde ich mich drauf einlassen. Also mir würde das ja keine Sorgen machen. Ja, es war ja nur ein Angebot, Digga. Ich gehe auf jeden Fall zum Spot, wo vielleicht noch ein paar Häuser schon mal sind. Hier ist ein Gegner bei mir. Ja, ich hab C4 gefunden, Stili. Noch ein auf riskant. Und jetzt ist mir egal, ob ich sterbe oder nicht. Nein, Baby! Überleben. Monte, spiel ernst. Ja, ich spiel ernst. Natürlich, Digga. Der macht hier Action. Der macht hier gerade übelst Action. Aber ich hab diese Kiste in diesem Busch noch nie gesehen. Und sie hat Liebe gegeben. Nein. Hier wurde noch nicht gelootet. Wichtig. Stili, bei mir, ich sag dir, ich stehe hier stark unter Beschuss. Ja, und die pushen mich auch, Stili. Also ich baue normal. Aber die Wichtig! Joi, Alter, warte mal, du bist Continuous! Oh mein Gott! Ich bin tot, Digga, Stili. Okay. Ist nicht schlimm. Also, ich baue wirklich vernünftig. Ja, alles aber gut. Ich hab doch einen Dreier. Ja, aber trotzdem, es nervt hier gerade. Guck mal, diese kleinen Mizzets. Was soll denn das, Alter? Ja, ich kann nichts machen, Stili. Ärgerlich, Digga. Oh, mein Gott. Ich geh einfach aus. Ja. Meine aber die kommen hinterher. Das ist das Ding. Aber wenn du außer. Ja. Noch ist nichts verloren. Ich darf noch diese Stadt hier begrüßen, Montini. Also, so viel C4 habe ich noch nie gefunden, Digga. 12 Stück hatte ich. 12 Stück, okay. Wenn ich jetzt nur einen Dreier-Stack finden sollte, Monte. Guckst du gerade zu? Ich guck zu, ja. Du siehst nichts, was so. Kannst du? Was? Tanzst du? Kannst du? Piss dich, Siri. Hab nichts gedrückt, Alter. Was willst du von mir, Bitch? Ich weiß doch, kannst du C4, Digga. Ja, hab ich sogar auf Greetor gerade echt überlegt, aber Digga. Schmeiß doch einfach, ist kein Problem, Digga. Schmeiß doch einfach 1C4, Digga, dann hast du die Wette verloren, aber gehst als Sieger aus dem Spiel, Digga. Bruder. Oh mein Gott. Ich komm hier nicht durch, nein. Perfekt, so ist gut, fein. Nein! Oh
Gott, so, Digga, das gibt's nicht! So, das gibt's nicht! Also, wir haben jetzt hier wirklich ein Matchball. Wer hätte das gedacht? Es steht 21 zu 21, Digga. 21-21. Das heißt, die nächste Runde, es sei denn, wir finden wieder gleich, ist entscheidend. Boah, jetzt würde ich sagen, ich glaube sogar... Boah, ist schwierig, weil es wieder so mittig geht. Ja, ist sehr schwierig, die Runde. Ich denke wieder, ich gehe... Ja, irgendwo hier in diesem Bereich muss ich halt gehen. Ich weiß nicht, wo, aber irgendwo dort. Ich werde Dirty Dogs probieren, Digga. Wenn da, wo ich war, okay. Ja, wenn da was runterkommt, Digga, müssen wir halt quitten. Weil die Flugzone ist so beschissen, Digga. Ein Zweier-Team, Digga. Nee, ich glaube... Ich glaube, das ist hoffnungslos hier, Digga. Ich habe halt auch keine Lust, Digga. Gegner fighten kann halt auch so viel... Ja, Bruder, ich habe nichts gesagt. C4 gefunden, beste Leben, Kappa. Ja, moin, Digga. Direkt erstmal sterben. Runde 10. Zählt. Mir egal. Genau. Ich kann... Erste Kiste wieder, Stili. Digga, war der Bombe? Wenn ich jetzt sterben sollte, weil wenn Gegner bei mir gelandet... Ja gut, wenn Gegner bei dir landen und die fightest und stirbst, dann zählt die Runde natürlich nicht, ist klar. Ja. Also es wird sehr riskant. Ich kann die Gegner hier auch fighten, aber erstmal nimmt es viel Zeit in Anspruch, Gegner zu fighten. Und Duo, wenn das jetzt... Wir spielen in Crossplay-Lobbys gegen zwei PC-Spieler, Digga, dann sehe ich alt aus. Gut, ich habe jetzt erstmal ein Dreier-Führung. Das... Mhm. Entspannt mich, aber... Oh ja, wichtig. Ja, entspannen kannst du erstmal die rechte knicken. Montinus, es geht wieder... Ah, es geht wieder ab. Alter, ich versuche jetzt... Nicht. Ich habe keinen Blue Life, Digga. Ich versuche den einen Gegner jetzt hier zu finishen direkt. Krass. Ich sehe hier den anderen Gegner auch. Genau, schon direkt. One Shot. Wie los? Ja, der hat gar nichts, Digga. Der hat absolut nichts, Bruder. Es gibt sich immer, wenn du einen findest, dann ist immer... Oh, Digga, ich... Der eine hat White Life. Warte, ich suche. Ja, alle tot. Alle tot. Guck mal, was ich wieder für einen Weg... Ja, Bruder, das tut mir überhaupt nicht leid, sag ich dir so, wie es ist, Chili. Merke ich auch wieder, ja. Okay, hat sich richtig gelohnt, hier hochzulaufen anscheinend. Ah, ne, hier ist eine Kiste. Für diesen weiten Weg einfach C4 belohnt. Na, perfekt. So, ich kenne mich... Das ist jetzt ein großes Problem gerade. Ich kenne mich hier halt auch wirklich gar nicht aus. Das ist das Ding. Ich weiß nicht, wo Kisten sind, wo Loot ist. Das ist halt immer scheiße, wenn man an neuen Spots landet. Und jetzt entscheiden, Digga. Es wäre halt einfach geil, wenn Epic Games sich mal dazu entscheiden könnte, jetzt auch mal einen Loot Drop runterzuhauen. Ich meine, ich bin in der Zone. Der Loot Drop müsste eigentlich bei mir in der Nähe sein, aber es kommt wieder kein Loot Drop runter. Ich verstehe das System dahinter nicht. Das wäre halt echt ekelhaft, wenn bei dir jetzt wieder... Guck mal, das Ding ist halt, ich werde keinen Loot Drop bekommen. Und da ist halt gefühlt 50-50%. Ja. Oh ja, wichtig! 50-50%, das war die 100% gerade. Die drei Führungen wieder. Okay. Wenn ich hier 4C4 finde, oder ich lande hier ganz oft im Stream, promotet die Hut hier. Ja, nein! Was war das? Hast du eine epische Kiste gefunden? Hast du die geöffnet oder war nicht so... Oh. Es sah so aus wie C4, Bruder. Ich habe so an das C4-Ding beliebt gerade. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich gerade. Oh, Jump Hit. Und es kommt kein Loot Drop runter. Ich verstehe das nicht. Oma, nein. Monte, was? Ich hör's. Ich höre die epische Chest. Und ich riech doch deine C4. Ich weiß aber nicht, nein, wo sie ist. Nein, das da. Bruder. Da, ich sehe sie. Nee, ich sehe sie. Gut. Bist du bereit, Monte? Ja, mach. 1, 2 und. Gut. Oh, Bruder, das hätte ich. Oh, Mia! Ich hab sie hier! Das war sogar echt dein Ding. Das war so versteckt. Nein! Nein! Einfach jetzt nochmal bitte ein Dreier aus der Kiste, so für Motivation, ja. Hallo, ich habe halt, hab halt auch das Gefühl, Stili, sag ich dir ehrlich, meine Psyche sagt mir jetzt, Bruder, ich bin die ganze Zeit an welchen vorbeigelaufen. So, weil ich mich hier halt auch gar nicht auskenne, Bruder. Vertrau mir. Guck mal, was für eine... Ja, wichtig, ein Dreier-Stack. Wichtig für die Psyche. Du hast jetzt sechs Stück. Sechs Stück hast du. Das heißt, wenn du noch ein Dreier hast, ja, das wenn heißt, ich noch ein Dreier hab, dann ist... Oha, ey, das ist krank, das ist wirklich... Das war wichtig für die Psyche gerade. Was soll ich machen, Chili? Das Ding ist aber, also bei meinem Ort ist jetzt nichts mehr, Digga. Die Zona Reno kommt, bei mir ist nichts mehr. Ich gehe da nochmal hin in die Hut. Na, ja, bei mir ist ein Loot, aber ich kann es nicht... Ah, naja, wurde gerade geöffnet. Gut, dass ich da nicht hingegangen bin. Ich hab's doch predicted. Ich hab's einfach gewusst. Meine Hände sind echt, Digga. Ja, ich bin auch... Also, ich bin auch wirklich gerade sehr am Spitzen. Oh, Kiste. Nee, hier ist nichts, Digga. Ich hab auch. Oh doch, hier war der Kiste. Nichts. Ah, Medigit. Oh Mann, ey. Okay. Loot Drop, oh mein Gott, nein. Ja, und die landen direkt vor seinem Gesicht, Digga. Das ist echt. Oh, Digga. Guck mal, diese Kiste. Ich kann sie aufmachen, Digga. Da ist kein C4 drin. Und hier auch nicht, ja. Oh mein Gott.
Oh mein Gott! Gefunden, Stili? Die Kiste, ja. Ich habe jetzt insgesamt 12 Stück gerade in der Runde aus dieser Kiste hier in Steamy Stacks. Ich gehe jetzt hier auf Risky noch zum Loot Drop, weil mir wirklich nichts anderes übrig bleibt. Und selbst wenn hier einer drin ist, Digga, habe ich immer noch zu wenig. Kein C4. Gibt selten bei einer Challenge so schnell die Hoffnung auf, aber das sieht jetzt wirklich, wirklich schlecht aus für mich gerade. Wirklich schlecht. Oha, da vorne läuft ein Karton, Digga. Und das Problem ist halt einfach, oh, du bist bei mir? Ja, was, wo soll ich denn sonst hin? Hast du mal auf die Zone geguckt, Stili? Ja, nochmal. Zeig mal dein C4, Bruder. Was? Ja. Ja, bleib, mach mal Abstand, Sicherheitsabstand. Na, jetzt so mache ich nicht, Digga. Ehre. Oha, nein, hier sind zu viele. Ich muss abhauen. Das Ding ist, nein, ich muss 100% bis zur Zone warten. Hey, Stili, Rudi. Ich wollte hier durch, aber... Entspannen Sie sich mal ein bisschen. Hier ist jemand. Hier unten. Oh ja, die feinden die alle. Ich wurde angeschossen, Leute, von da oben. Er meint halt wirklich ernst. Ich kann eigentlich nur noch auf Loot Drops hoffen. Oha, die kommen hier hoch. Ja. Aber egal. Dein Jump Pad? Ja. Oha, du machst die Biege. Ne, alles gut, alles gut. Er will, glaube ich, zu dir. Hier ist sogar halt noch wirklich ungelootet, Chili, ne? Oh ja, ich hab's auch gemerkt. Ich hab da vorhin die Kiste geöffnet, aber nicht alles. Einiges ist schon lootet worden. Oh, das Ding ist, es werden noch Loot-Drops kommen und das ist das Ding. Und das, ich glaube, ich glaube, dass da sogar ein 6er-Sack am Start sein kann. Das ist das Kranke. Weil meistens kriegt man auch aus dem Loot-Drop so zwei Bigness und da kann ich mir vorstellen, dass auch ein 6er-Sack von links kommt. War ja schon immer so, dass Loot-Drops da ein bisschen großzügiger waren. Also, ich hab den Loot-Drop angemeldet, Chili. Ja, ich werde es nicht riskieren. Ja, ich muss es riskieren. Ich muss es riskieren. Ja, so ein 6er Stack, Stili, würde ich jetzt fühlen. Du, dann wird Leichtern wieder, ne? Ja, dann wird Leichtern. Die alles entscheiden, der alles entscheidende Loot Drop. C4 drin. Sechs Stück! Ja! Ja! 6 Stück, Stili! Da sind auch manchmal 2 Wegnisse drin! So ein Ding ist das! Krankes ist das, ich sag dir ehrlich, dass sowas gar. Gefühlt jetzt schon der Sieger der Herzen, sagt ehrlich. Niemals aufgeben, so ein Ding ist das. Das ist krank, Digga, dass du erster was findest, okay. C4. Aber dass da noch 6 Stück drin sind, das ist schon eindeutig, Digga, wie du sagen würdest, illegal. Bruder. So wäre das eigentlich. Du weißt selber, Monte sagt, es ist illegal. Es ist einfach theoretisch auch illegal. Es ist verdient. Dieser, guck mal, dieser Tryharder da hinten. Was macht der? Hier unter uns ist einer, Digga. Ja, der, aber Bruder, die waren da beide mit Karton. Chili, das Ding ist aber, warte, es ist noch nicht vorbei. Es kann sein, dass jemand hier gleich den Notenmodus aktiviert und ich glaube, noch ein Loot-Drop kommt noch. Wo ist denn der Gegner hier hingelaufen? Der ist gerade hier außenrum. Das ist frech, Digga. Der ist hier unter mir. Ich könnte ihn so leicht holen, Digga. Er ist so ein Bot, Chili. Guck mal hier runter, guck mal runter, einmal. Nur einmal runter. Guck mal einmal runter, nur von mir hier. Ja, warte. Siehst du seine Politik? Guck mal. Ja. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, er hat mich gesehen. Achso. Der ist so lost, der Mann! Digga, aber ey, der hat einen schwarzen Ritterschild, also dieses Dings da, Season 1 Schild. Das macht ja gar keinen Sinn. Und es leben noch, achso, es leben noch, ja, 4 Gegner. Mit ihm, ja, Bruder. Ey, der ist ja wirklich lost. Vor mir ist auch ein Karton, oha! Digga, das ist die Karton-Gang. Ja, ich seh's gerade. Das ist ein... Warte, nein. Ich versteh's nicht, was das ist für eine Runde, wo sind wir gerade gelandet? Ich weiß nicht, Digga. Das, ja, ich hab den zugemacht. Oh, warte. Nein, alles gut. Oha. Kannst du aufgeben? Richtig, ja, klar. Oh. Richtig, ich hab gefährt. Das Ding ist, guck mal, wir werden von oben gleich hart bombardiert, merke ich gerade. Kann ich nicht entgegen. Das Ding ist, wir werden den Loot-Shop mit der kleinsten Zone wahrscheinlich abfangen. Das wäre das Problem. Guck mal, den hier unten, Digga, guck mal. Ey, bist du das im Karton? Ja, guck mal, aber hier unten in der Ecke. Guck mal, hier rechts in der Ecke. Hier unten. Ja. Siehst du, der. Bruder, das sind Season 2 Spieler, mindestens. Ey! Stili, ich seh nichts mehr, ja, Bruder. Der Bruder war da. Hier, genau. Der ist unter dir. Der ist so lost. Oha, er macht einen. Oha, er hat den dicken Baba Schaden gegeben. Ja, alles gut. Oha, wahrscheinlich alles gut. Ja, die haben gerade Erfolgserlebnis wegen den Schatten gerade passiert. Du wolltest getötet. Hast du auf Kampf noch vielleicht Minis auf Ehre? Loot-Drop! Er ist hier! Stili, wir müssen. Das geht nicht, Digga. Was geht nicht? Dann müssen wir 50-50 machen, wenn wir beide jetzt hier am Loot-Drop sind. Ja, wer. Hier, Stili, guck mal. Okay. Abbau gegen.
Es war okay, du warst gegen mich. Ja, hau dir Miniscots rein, es war gegen. Alles gut, Ehre. Okay, das akzeptiert. Oh, was ist das? Ist der runtergekommen? Der ist hier! Warte! Mach auf, ich baue gegen! Mir? Ja! Digga, drei Stück! Aber. Ja, aber alles gut. Nee, das zählt ja auch nicht. Das zählt ja nicht. Nee, Digga. Das haben wir vorhin gerade gesagt. Hälfte, also ist immer noch Gleichstand, Digga. Alles gut. Das ist aber trotzdem krank, Digga. Alles zu. Ich hab das Bedürfnis, dass wir einfach unsere ganzen Fields jetzt einfach platzieren und dann einfach den gewaltigen. Ey, lass mal echt mal machen, Monte. Was denn? Alle C4s gleich einfach hier werfen und dann gleich zünden. In der kleinsten Zone, Digga. Scheiße, oder? Digga, ich bin hier so verbuggt in der Kiste, ich komm hier gar nicht mehr raus, Bruder. Ich komm da nicht mehr raus. Digga, was ist das hier? Ich sehe hier gar nichts, ich komm nicht mehr raus aus der Kiste. Mach mal die Platte hier weg, Digga. Ich komm da nicht mehr raus, Bruder. Bruder, mach doch jetzt hier. Komm jetzt raus, ja. Sollen wir Dings? Sollen wir einfach werfen? Warte, ich mach hier Dings. Ich mach hier Trampo-Stili. Trampo? Warte. Aber ne. Der geht doch nicht. Der hat doch hier oben eine Decke. Der hat alles zugemacht. Egal. Sollen wir einfach C4? Komm. Ich bin in der Zone. Dürfen wir C4 werfen? Ja, benutzt C4 von mir aus. Okay, ich mach auch C4. Einfach werfen. Digga. Warte, sag mal, wie zünden. Ja, weiß ich nicht, Digga. Ist oben? Ja, warte, ich zünde. Ich hab nur 6 gezündet, Digga. Ich hab nur 12 gezündet, ich hab keine Ahnung, ich hab richtig voll fliegen. Also, halten wir ganz kurz fest, das letzte C4 haben wir Hälfte gemacht, das zählt ja nicht, weil 3 kann man nicht teilen. Das heißt, wir haben beide jetzt, Digga, das muss man sich vorstellen, wir haben beide wieder 12 gefunden. Das heißt, wir haben beide 33, Digga. Das ist krank, Digga. Im letzten Loot-Drop, Monte. Ja, heftig. Bei dem allerletzten Loot Drop waren wir ja beide eingetötet. Steel hat sich geheilt, der Loot Drop war bei uns beiden. Das war in dem Moment, konnte man nicht sagen, das ist der letzte Loot Drop für dich oder für mich. Mhm. Digga, wir nehmen seit über eineinhalb Stunden nehme ich jetzt auf. Es steht 33-33, Digga. Wollen wir noch eine finale Runde machen, Stevie, oder wollen wir einfach Gleichstand die Wette und gut? Ich würde sagen, weil es einfach gerade am Ende so gut war, dass es einfach Gleichstand ist. Sag ich ehrlich, weil das wird am Ende nur noch wehtun, weil das war gerade einfach noch nicht. Ja, das stimmt schon. Sag ich ehrlich. Okay. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, liebe Zuschauer, aber das war. Ich glaube, Gleichstand ist in dem Fall das, was uns am beiden besten schmeckt, weil es so viele geile Comebacks von uns gab, gerade von mir, mit dem Sechser zum Schluss, dass alles, was jetzt passieren würde und. Steely hat mehr Glück in dieser C4-Challenge, frustrierend. Steely hat es jetzt auch von sich aus angeboten. Dann schließen wir das Buch. Es steht 33-33. Unentschieden. Nice. Ja, vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Unentschieden. In dem Sinne würde ich sagen, wieder schauen. Reingehauen.